Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen hier zum Mammutmarsch Heidelberg 2023. Startgruppe 1, 7.30 Uhr, herrlichstes Wetter, die Sonne scheint, es weht kein Lüftchen, nette Menschen, mit denen wir unterwegs sind. Ich bin heute unterwegs hier mit dem Peter vom Kanal Black Max und dem lieben Jörg hier, unserem Wanderbuddy, der letzten Wanderung auch schon dabei war in diesem Jahr. Und wir sind total begeistert und können es kaum abwarten, gleich geht's los hier. Mammut, und dann geht es jetzt für euch los auf den ersten Kilometer der 42 in 5, 4, 3, 2, 1. Viel Spaß euch und bis gleich. Ich bin jetzt in diesem Jahr das zweite Mal in Heidelberg dabei. Bei der Premiere vor zwei Jahren, 2021, war ich ja auch schon am Start. Die Strecke ist diesmal zumindest am Anfang anders. Ganz genau kenne ich mich ja nicht hier aus, aber Königsstuhl, da waren wir beim ersten Mal auch, dass wir da rauflaufen durften. Und was aber der Unterschied ist, wir dürfen jetzt erstmal 10 Kilometer uns ein bisschen warm laufen, hier ein bisschen einlaufen und dann geht's rauf. Und vor zwei Jahren ging es ja damals nach einem Kilometer direkt rauf, 10 Kilometer lang. Das ist schon mal ein Unterschied, das ist immer ganz angenehm. Am Anfang erstmal ein bisschen in Gang kommen, wir sind noch ganz zügig unterwegs, jetzt aktuell 6er Schnitt. Und sind wir mal gespannt, ne? Was uns da gleich erwartet an Ausblick und was es für heute auch an den VPs uns geboten wird, ne? Letztes Mal Duisburg war ja so ein bisschen, ja, wir wollen es ja nicht lästern, aber Kohlehydrate, hallo, Kohlehydrate erwarten wir zumindest, ne? Das gab es da bei einem VP ja nicht. Und von daher, Peter, was erwartet uns heute? Mettentchen? Ja, ich hoffe mal, ne? Schokoriegel, Banane. Bratwürstchen, Pommes. Bratwürstchen, ja, wird auch mal was, ne? Ein bisschen was. Nein. Kulinarisches. Nein, nein. Nudeln. Nein, alles gut. Ich verlasse mich da nicht drauf, ich habe welche dabei. Nudeln? Also Mettentchen. Oh, alles klar, kann nichts passieren. Wir sind ja hier heute 42 Kilometer unterwegs. Den längsten, den ich jemals gewandert bin, war vor anderthalb Jahren Dortmund 60 Kilometer. Also so richtige lange Langstrecken. Hunderte habe ich auch noch nie gewandert. Aber wir haben jetzt hier gerade die Bianca getroffen. Und die Bianca hat in diesem Jahr vor im Juli in München das erste Mal einen Hunderter zu wandern. Aber und die haben wir, ist schon ganz oft ein Hunderter gewandert. Weil uns interessiert das ja total, wie man sich da im Kopf drauf einstellen muss, wo die Knackpunkte sind. Und Peter hat es ja ganz fest vor, in diesem Jahr den in 100er NRW, die Mutter aller Mammutmärsche in Angriff zu nehmen. Da brauchen wir noch gute Tipps. Ja, Freunde, ich habe mich gerade ein bisschen mit der Jennifer unterhalten und die hat schon regelmäßig 100er gelaufen und 8 Stück. Und das ist für mich auch total inspirierend oder auch augenöffnend, ne? Was alles dazwischen kommen kann unterwegs, wovon man da so abhängig ist. Nicht nur Motivation und Wollen, Wetter natürlich auch. Aber Punkt Nummer eins ist, glaube ich, wirklich dieses Leute haben, die einen unterstützen. Am besten nicht alleine losgehen, wenn ich richtig verstanden habe. Ist Gold wert. Und man muss es dann, wie gesagt, wirklich wollen. Natürlich körperlich auch können. Ne? Also man sollte vorher schon mal ein bisschen spazieren gegangen sein, aber darum sind wir heute hier. Und nach 8 Kilometern jetzt hier der erste VP, so ein Zwischen-VP mit Toilettenmöglichkeit. Ich glaube, zu trinken gibt es da noch nichts. Es gibt es erst beim richtigen VP. Aber es gibt wohl wieder Marmorkuchen. Bisschen was an Energie. Doch, wir gucken. Hey, Peter! Da ist er! Grüß dich! Ja, schön! Schön! Wie lange hast du gezaubert noch gestern? Oh, ja. War eine kurze Nacht. Freunde, es gibt nicht nur Marmorkuchen, es gibt auch Süßigkeiten. Da freuen wir uns. Und den Joe, den wir gerade schon gezeigt, haben wir auch hier getroffen. Grüß euch. Du bist ja heute als Volunteer dabei, nicht als Banderbuddy von uns. Nein. Da muss ja auch mal
was für die Allgemeinheit tun. Ne? Genau, richtig. Alles klar. Für die guten Teilnehmer. Danke dir. Ja. Wir sind jetzt einen guten Kilometer hier im Stadtbereich, allerdings nicht Altstadtbereich. Man denkt sich immer so, oh Heidelberg, die Burg und alte mittelalterliche Brücke und so weiter. Und natürlich gibt es auch einen normalen Stadtbereich. Und da muss man auch durch. Ne? Guten Kilometer jetzt hier. Und dann geht es gleich rauf zum Königsstuhl. Da müsste gleich auch schon Kilometer 10 sein und das 10er-Schild. Ne? Beim letzten Marsch in Duisburg haben wir es wieder verpasst. Schauen wir mal, was wir heute auch mal ins Bild kriegen. Hier durch die Bäume kann man so einen kleinen Blick mal auf die historische Burg hier in Heidelberg erhaschen. Gucken, wo es noch besser klappt. Aber ist schon was fürs Auge auf jeden Fall hier heute. Jetzt ja einige Kilometer hier rauf zum Königsstuhl und teilweise auch richtig steil, gerade am Anfang die Treppen auch, und das ist ja nichts so für mich, ne? Wenn man direkt ein bisschen kurzatmig, dann merke ich halt schon, dass ich doch gut 20 Kilo zu viel auf der Rippen habe, aber gut, langsam kommt man ja auch oben an, dann geht es auch wieder, aber der Jörg ist halt ein bisschen fitter da unterwegs in Steigung, der ist schon ein bisschen vorgelaufen, der hat jetzt einen guten halben Kilometer Vorsprung, aber den Peter haben wir irgendwie hinten raus verloren, noch keinen Kontakt mehr. Jo, geht mal ein bisschen langsamer und hoffe mal, dass er gleich wieder aufschließen kann. Und sonst, jo, wenn der sich nicht meldet, können wir auch nicht helfen. Ein bisschen Schwund ist ja immer. Ist natürlich nur Spaß, ne? Wir warten dann gleich mal auf den Verpflegungsposten oben am Königsstuhl und rufen den mal an und gucken mal, wo der steckt. Wir haben das ganze Ding hier zusammen gestartet und wir auch zusammen übers Ziel. Jetzt nach knapp 14 Kilometer der erste richtige VP1 und ich lächle schon, ich zeig einmal, warum ich lächle. Und ich weiß noch, als ich vor 2 Jahren das erste Mal hier oben angekommen bin, war auch VP1 hier oben, gab es halt keinen Kaffee, ne? Und da haben wir schon ein bisschen geärgert, aber dieses Jahr gibt es hier auch Kaffee, tippitoppi. Ja, Freunde, man trifft ja unterwegs auch mal wieder Leute, die man auch von YouTube kennt. Ich gucke ja auch YouTube-Videos und hier die ganze YouTuber-Wanderprominenz aus Nordrhein-Westfalen anwesend. Hier, Müller ist da. Guck mal. Und Hessen. Nicht nur Nordrhein-Westfalen. Hessen? Kommst du aus Hessen? Ich bin aus Hessen, genau. Marburger Gegend. Okay, okay. Aber hier. Der Görbeck ist auch da. Da mitten im Ruhrgebiet quasi. Hi. Der Horus kommt aus Hessen. Wieder was gelernt. Genau. Und ich weiß, ich habe ja immer eine große Klappe auch, was die Versorgungsposten hier beim Mammutmarsch betrifft. Um den letzten, die wir mitgemacht haben, halt Mammutmarsch, Ruhrgebiet in Duisburg. War aber ein bisschen überrascht, weil es wirklich einen VP gab, ohne Kohlenhydrate, mit Tomaten und Gurken. Und das nach 30 Kilometern. Da war ich doch schon ein bisschen enttäuscht, sag ich mal. Und darum war die Erwartungshaltung heute gar nicht so hoch. Aber trotzdem, hier bei Zwischen-VP vorhin schon weiße Mäuse, esse ich ja ganz gerne. Also Zucker definitiv auch. Und hier jetzt auch gibt es halt Riegel und ein bisschen Gemüse. Leider keine saure Gurken, aber dafür Kaffee. Und der Jörg ist ja dabei. Der Jörg ist immer großzügig zu mir. Dankeschön. Und versorge mich mit einem Würstchen.
Es ist natürlich nicht ganz einfach, sich jetzt von dem schönen Anblick hier, von dem Aussichtspunkt zu trennen, aber nützt ja nichts. Ne? Wir müssen ja noch ein paar Kilometer weiter. Ich glaube, 28 kommen ja noch. Ne? Ja, da bin ich wieder, doch aufgeschlossen, ne? So ein Pech aber auch. Weil wir gewartet haben. Der Jörg hat fast eine Stunde gewartet am Königstuhl. Ja, dass du gar kein schlechtes Gewissen hast da. Nö. Ich achte darauf, dass ich auch genug Ruhepausen hat. Entschleunigen heißt das neue Thema. Ach so, du bist fürsorglich für uns. Ja, genau. Dass wir dann auch lange. Ah, okay. Ja. Danke, Peter. Ich muss euch ein bisschen. Ich habe damals schon gesagt. Ein wahrer Freund. Ja, so ist das. Ich habe damals schon gesagt, dieser Mammutmarsch, nicht nur diese, alle Mammutmärsche, ne, sind so teuer, ne? Warum soll ich die in 6 Stunden schon zu Ende laufen? Das oder in 7? Ja. Ne? Das sind 7 Stunden, da muss man die 40 oder 80 Euro mal durchteilen durch 7 Stunden. Ja. Oder durch 10 Stunden. Ja, das stimmt natürlich. Ne? Wenn man die langsamer unterwegs ist, mehr Pause man macht, umso mehr kriegt man fürs Geld. Genau. Ja, danke, Peter. Ja, sehr das gerne. Noch nie gedacht, so billig. Ne? Ne? Nur für euch. Ja. Komm, dann machen wir Päuschen mit so, ne? Ja. Hängematte rausholen? Ja. Ja. Ja, Freunde, mittlerweile jetzt 4,5 Stunden unterwegs. Wir haben es jetzt kurz nach 12 und kommt das 20-Kilometer-Schild. Schon gleich Halbzeit. Der Kilometer 22, wir sind jetzt hier in Waldhilsbach, 12.30 Uhr, also jetzt 5 Stunden unterwegs und vor uns liegt der VP2. Na, schauen wir mal, was da geboten wird. Ja, Freunde, jetzt freue ich mich doch hier auf eine saure Gurke. Oh, nee. Okay. Danke. Geht doch. Guck mal, hier gibt es auch Nutella-Brote, Cola, saure Gurken. Da freuen wir uns doch. Kurz nach Halbzeit. Jetzt nach Kilometer 23 Grad, wir haben hier so einen moderater Anstieg hier, einen Kilometer und gerade nach einer Pause, ne, fällt mir das doch immer wieder schwer. Ne? Gut, natürlich Bauart bedingt, oh Gott, schon Wortfindungsstörung. Ich habe ein bisschen schwere Knochen oder halt das Material, was um die Knochen drum zuhängt. Und das behindert einen dann doch. Ne? Aber wenn es runtergeht, ist ja nicht unbedingt immer einfacher. Dann geht es immer in die Knie. Oh, da die nicht einfach auch eine Strecke hier am Neckar entlang geplant haben. Ne? Einmal rauf, einmal runter. Nein. Ich finde die Strecke eigentlich ganz gut, ne? Super. Super, super Sache. Vor allem auch hier ab vom Verkehr. Von einmal kurz durch Heidelberg Stadt. Da wird überschaubar ein Kilometerchen oder sowas. Und jetzt hier durch den der Odenwald. Aha. Das ist doch, wo wir sind, hier im Odenwald. Wusste ich gar nicht, dass hier der Odenwald ist. Wusste ich auch nicht. Aber es ist da steht. Wir glauben das mal, ne? Wenn auf dem Schild steht. Und Freunde, so sieht es hier aus. Im Odenwald um 13.20 Uhr.
Anfang Juni 2023. Hallo! Freunde, guck mal, haben wir hier die Ali und die Hi. Shirin? Ja, getroffen. Und die haben den Peter kennen die, nämlich von YouTube. Die haben seinen Kanal da gefunden. Und da dachte ich mir, komm, dann bringe ich die beiden doch auch mal ins Bild hier. Da könnt ihr mal selbst ein Video sehen. Ne? Ja, wunderbar. Über den Marsch Heidelberg hat man also so eine Erinnerung da dran. Ne? Und ich habe gesagt, das ist der zweite Marsch überhaupt jetzt. Ja. Erst, wo war euer erster? München? Oder München, genau. Dieses Jahr im März. Und wie lang war der? 55 Kilometer. 55, das ist ja hier der Spaziergang dann, ne? 42 okay. Hier, oder? Ja, die Höhenmeter machen es. Ja, ich hab ja auch bloß große Klappe, ne? Wir merken das auch ganz gut. Nee, ist schon so, ne? Aber macht Spaß, oder? Wenn ja, man einmal total angefixt ist, Suchtfaktor ausgelöst. Ja, ne? Und dann auf jeden Fall. Und die Medaille, das ist das Trophäenbuch, die Medaille, ja. Das finde ich ja Bändchen. Ja, genau, ne? Wenn du hinten guckst, dann kriegt man auch diese ja, das ist cool. 150, 200, 300, genau. Nah dran. Ich bekomme heute 400. Wow, cool. Super. So sieht das aus, Freunde. Jetzt geht's weiter, dann geht's wieder bergauf. Bisschen Luft sparen. Und wir kommen nach diesen Rampen hier, nach den Anstiegen, ja doch mal ganz schön außer Puste. Und da denkt man sich zwischendurch natürlich auch so, boah, wieso habe ich mich hier angemeldet? Ne? Wir machen das ja freiwillig, macht ja auch Spaß. Und man kriegt ja mal ganz komische Gedanken. Dann mal wieder so ein bisschen reumütig nach dem Motto, ja komm, wir müssen mal ein bisschen Gewicht abspecken, ne? Oder vielleicht nicht mal Feierabendbierchen trinken und so weiter. Aber wir wissen ganz genau, wir kennen uns ja. Ne? Wenn sag ich ja, wir im Ziel angekommen sind und der Grill an ist und das Feierabendbierchen steht dann da, dann, ja, dann ist alles wieder vergessen. Alle Reue ist dann wieder weg und beim nächsten Marsch dann wieder, ach komm, so ist das. Ne? So ticken wir. Das ist ja gerade die Anmeldung mit Mammutmarsch. Ne? Du meldest dich, heute bist du jetzt hier, bist am Fluchen, am Tun, am Machen, am Schimpfen. Und in zwei Tagen, drei Tagen nach dem Mammutmarsch kommt eine E-Mail, bist du nächstes Mal wieder dabei? Dann machst du, jau. Ja. Ja, sieht aus. Und nach der schönen Aussicht, auch mal nicht so schöne Aussicht, der Peter. Jetzt hier im Wald so ein Stück, wo man sich noch ein bisschen konzentrieren muss, weil dem Untergrund hier ist, man sich nicht vertritt und den Fuß umknickt. Ne? Wir laufen ja beide mit halbhohen Schuhen hier. Ist ja schnell passiert. Ne? Da hält der Schuh ja nichts. Wir sind mittlerweile 14:30 gerade durch gewesen, sind jetzt gut 7 Stunden unterwegs und kommen jetzt hier zum 30-Kilometer-Schild. Spürst du auch das Kribbeln an den Fuß? Nö. Alle die unter Füße. Kribbelt nichts. Muss man eben gucken, dass einer vorbeikommt, der ein Bild von uns macht. So, nachher so rund 31 Kilometer kommen wir jetzt wieder zurück Richtung Heidelberg. Und hier kann man es durch die Büsche vielleicht schon sehen. Aber mit der Action-Cam wahrscheinlich nicht. Kommen wir jetzt hier zum Schloss. Da gibt es eine super Aussicht. Bin wieder total begeistert, hier unterwegs zu sein. Und da werden wir auch den Peter wieder einsammeln. Ne? Der ist so knapp 5 Minuten hinter uns. Und dann sind wir mal nicht so, ne? Dass wir dann den Rest hier gemeinsam in Angriff nehmen. Oder was meinst du, Jörg? Ja. Wollen wir auf den warten? Ja, machen wir. Ja, ja. Aber wenn es mal so rauf und runter geht, dann muss jeder auch irgendwie seine eigene Geschwindigkeit laufen. Jörg ist meistens jetzt alleine vorne weggelaufen. Und das geht als Gruppe nicht, wenn man so unterschiedlich trainiert ist. Dann, wenn man da schneller kann und bergauf gebremst rauflaufen muss, das ist nicht gut. Macht dann keinen Spaß. Ja, Freunde, manchmal erkennt man auch eine Sehenswürdigkeit ganz zufällig, die ist vielleicht auch gar keine, aber das Haus hier, da steht nämlich, hier wohnte im Sommer 1887 Elisabeth, Kaiserin von Österreich. Und das war ja, wer war das? Die Sissi. Die Sissi. Jo. Guck mal, ob wir hier alle entdecken heute. Dann denkt man nichts Böses hier am Schloss, genießt den Ausblick.
Die beiden wunderschön. Da bist du, mach mal Licht an. Na, die beiden nicht. Aber das ist wunderschön. Fällt dir nichts mehr zu ein, ne? Das ist ein Freund. Wir stehen hier warten. Ich habe schon fast Thrombose vom Warten hier. Und genau, Peter hat direkt die BVB-Fahne entdeckt, die wir da gehisst haben. In der Zeit, in der wir auf dich gewartet haben. Nein, wir sind auch gerade erst hier. Ne? Muss er nicht wissen. Dass wir gerade so viel Vorsprung haben, muss er nicht wissen. Dirk und ich haben ja gerade schon festgestellt, das hat es ja schon so ein bisschen in sich. Ne? Immer rauf und runter, gerade runter in die Knie und so. Wie geht's dir, Peter? Ja. Auch nicht so dein Ding, ne? Bergablaufen? Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Bergab oder berghoch? Kein Plan. Ja, bergauf ist halt anstrengend, wenn man es langsam macht, okay. Und bergab kann da nichts dran machen. Ne? Da muss immer bremsen. Und da sind wir halt nicht gewohnt, ne? Als Flachländler. Ist halt so. Und plötzlich aus dem Nichts hier, einmal über die Ampelkreuzung, der VP4 bei Kilometer 34 müsste das jetzt sein. Und da hoffen wir, dass wir den Jo gleich hier wieder treffen. Und dann ist er gleich schon wieder Endspur. Ne? Noch 8 Kilometer bis zum Ziel, ist schon wieder alles vorbei. Freunde, seit ungefähr 2 Jahren finde ich mich damit ab, dass das so vegetarische Wanderveranstaltungen geworden sind bei meinem Hommage. Aber hier, ne? Der Thorsten. Thorsten hat es gerichtet. Danke, Thorsten. Hier gibt es Wiener. Ihr werdet verrückt. Jo, ja. Es gibt Würstchen. Hey, es gibt Würstchen. Hast du dafür gesorgt? Ich danke dir. Ja, sehr gern. Und das heißt Würstchen, Jo? Wir haben sogar vegane Würstchen. Das ist nicht so wichtig, aber die hast du jetzt erwischt, die veganen. Nein. Ja. Nein. Wir freuen uns. Das war das Richtige. Ne? Haben wir gar nicht mitgerechnet. Wir haben uns das gewünscht. Du ja, hast es dir gewünscht. Ja. Deswegen bekommst du es auch. Danke. Ja, sehr gern. So, Tür noch 5 Minuten eben hinsetzen, ein bisschen ausruhen, Füße ausschütteln. Und dann geht's gleich auf die Schlussetappe. 8 Kilometer. Und dann war's halt schon wieder. Weiter geht's jetzt hier ein bisschen durch die Altstadt und über den Neckar. Und dann nochmal links abbiegen und dann haben wir's bald. Und gut, dass es gerade ein paar Würstchen gab, sodass man ein bisschen was im Bauch hat. Das wird nämlich total hart jetzt hier für uns bei der ganzen Gastronomie vorbeizulaufen. Aber gut, man darf sich ja hinsetzen. Das ist ja Selbstversorgermarsch. Spricht ja nichts gegen, aber ich glaube, dann knocken wir uns auch aus. Ne? Dann bleiben wir da sitzen. Das darf nicht passieren. Da müssen wir jetzt die Impulskontrolle im Griff haben. Wir hin. Und Leute, ihr seht es mir an. Ich bin ziemlich zerstört. Wenn ich eine Akkuanzeige auf dem Bauch hätte, würde das auch das Balken rot blinken. 40er-Schild habe ich vorenthalten im Foto. Und ich will da kein Geheimnis draus machen. Das war heute hier mein persönlicher Endgegner. Ich bin zerstört. Ich habe Schmerzen in meinem kaputten Fuß. Und mir ist ein bisschen übel. Ich habe keine Kraft mehr. Hi, hier unsere Gastgeberin, die Margit, die uns beherbergt.
Ganz lieb von ihr, danke schön, Margit. Wir wollen doch reinlaufen. Und ja, jetzt aber. Ja. Ich habe meinen persönlichen Endgegner gefunden, wie gesagt, wir am Ende. Marmomarsch NRW ist damit. Eine Fantasie. Am Anfang des Videos wollten wir noch Tipps holen und jetzt ist dann doch die Fantasie gestorben. Dankeschön. Danke schön. Und noch ein Finisher Bank. Lächelt ihr? Ja. Ja, Mann. Danke. Ah, komm her. Dankeschön. Ja, Freunde, der Tag danach. Gestern zerstört, heute schon wieder ganz fit. Wir haben uns erholt. Ich habe mich auch vor allem erholt. Das war schon für mich richtig heftig gestern, habe ich ja gesagt, beim Zieleinlauf. Und ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken bei der Margit, dass wir halt hier sein durften, bei dir in Heidelberg. Sehr dass gerne. Du praktisch den Peter ja eingeladen hattest, genau. Sehr gerne. Ihm eine Herberge zu geben hier und dass wir auch hier sein durften, genau. Dass wir mitkommen durften. Dafür vielen, gerne. Vielen lieben Dank. Hat uns alles sehr viel Spaß gemacht. Wir überlegen uns, wie wir das wieder gut machen. Ne? Dass wir da fällt es schon mal ein. Genau, wir haben auch und, bestimmte Ideen. Genau. Und ich freue mich, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst mal ruhig bitte einen Daumen nach oben da. Und nächstes Jahr Heidelberg, ich bin wieder dabei. Ja. Muss ja mein persönlicher Endgegner muss ja auch mal gezwungen werden. Also alles klar. Ciao, bleibt gesund. Euer Swobo.